eine Box, in der ein kleines Lebewesen drin ist, welches ich auch erst vor einigen Monaten kennenlernen durfte. Und dieses kleine Lebewesen hier, dieses Tierchen, kann auch den Bienen helfen bzw. unterstützen. Und daher möchte ich es euch gerne einfach mal vorstellen, was hier in dieser kleinen Box drin ist. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und in dieser Tupperbox, da sind Bücherskorpione drin, die ich mir bestellt habe. Das sind kleine Lebewesen, die jetzt zum Beispiel in trockenen Ritzen, Holzstämmen zu finden sind. Die suchen sich halt deshalb diese trockenen Ritzen zum Beispiel, um sich halt da einerseits besser vermehren zu können. Die mögen es halt auch ein bisschen dunkel und meiden mehr oder weniger Schimmel, damit sie sich auch besser vermehren und brüten können. Die gehen auch deshalb in solche trockenen Holzritze oder Baumstämme, weil sie halt viele verschiedene Arten von Milben fressen. Die fressen zum Beispiel auch Fruchtfliegen, Käferlarven, Holzläuse, solche Sachen. Und das sehr interessant ist auch, dass ich gelesen habe, deswegen möchte ich das auch ausprobieren, dass sie auch Varroa-Milben fressen, weil es eine Milbenart ist. Und weil die Biene ja früher in Baumstämmen bzw. in Baumhöhlen sich gesiedelt hat, auch fernab von Feuchtigkeit, damit da halt auch keine Pilze oder Schimmel kommen, also auch diese Bedingungen, die der Bücherskorpion gerne mag, und dass der halt dann in Symbiose mit den Bienen lebt und die auch da einen Beitrag dazu leistet, die Varroa-Milbe zum Beispiel auch mit aufzufressen. Und deshalb möchte ich das einfach mal ausprobieren, weil da ja im Internet haben da schon einige Leute Erfahrungen gemacht, und da möchte ich jetzt auch meine eigenen Erfahrungen machen. Ich habe mir jetzt die Bücherskorpione vor 3 Wochen zu mir geholt, habe meine Bienen noch nicht zu diesem Zeitpunkt, als ich dieses Video gedreht habe, und da habe ich sie halt in diese Tupperbox reingelegt, ein bisschen Stroh, Holzreste und ein bisschen ganz klein gehacktes Gras, damit halt da sehr kleine Lebewesen zum Beispiel auch da mit dabei sind. Ich habe jetzt auch bei der Bestellung so ein kleines Holzstück mitbekommen, da in den Ritzen, die sich auch vermehren können, und die fressen jetzt auch zum Beispiel Silberfische und viele verschiedene Arten von Milben und Läuse. Deswegen werden die schon einen Teil von ihrer Vermehrung bekommen. Denke ich, habe da schon einige auch so vermehren können. Ist halt auch dann sehr interessant zu sehen, wie sie sich da auch so entwickeln, bis dann auch die Bienen bei mir kommen. Und wie gesagt, die gehen halt eine Symbiose mit den Bienen ein. Grundsätzlich, wenn man den naturnahen Garten hat, dann findet man diese Bücherskorpione auch in diesen Totholzhecken oder Ritzen. Das ist halt wichtig. Man könnte sich ja zum Beispiel im Wald welche raussuchen, wenn man jetzt weiß, wie die, was halt die optimalen Brutbedingungen sind, dann kann man die auch finden und dann auch speziell suchen, wenn man weiß, wie sie ausschauen. Wie gesagt, sie würden halt von alleine kommen. Ich möchte das einfach nur so beschleunigen, um für euch auch einen Beitrag zu machen bzw. meine Erfahrungen zu teilen, ob die Bücherskorpione bei den Bienen helfen oder auch nicht, und einfach hier für mich einfach Erfahrungen auch sammeln. Das ist jetzt ein ganz kurz, aber ein knackiges Video zu den Bücherskorpionen, die ich mir jetzt geholt habe. Eine Möglichkeit, um etwas gegenüber der Varroa-Milbe auch zu tun und ein naturnahes Gärtnern einzuleiten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt erzählt, damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden und ich weiterhin für euch Videos machen darf und sich das Projekt weiter harmonisch wie ein Baum gestaltet und wächst. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und Freude draußen bei euch im Garten. Genießt es einfach, genießt die Bienen, genießt eure Ernten, alles, was drumherum geht, und genießt einfach den Moment. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Hallo und herzlich willkommen. Oh, kann man die sehen? Hey.